Willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Platin. Nachdem es im letzten Part nicht so flüssig lief, wird es hoffentlich in diesem Part wieder besser. Und hier wartet der nächste Trainer auf uns. Dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show. So, er hat ein Pokémon und zwar ein Machoke. Okay. Ich habe einfach mal Flipgrin nach vorne getan. So, ich denke, wir sind auch gleich durch mit der Route. Also viele Trainer können nicht mehr kommen. Und die Schlimmsten haben wir schon hinter uns, die ganzen Ass-Trainer. Die haben wir im letzten Part alle geowned. Ach du Scheiße, das zieht ja kaum was ab. Überroller. Oh, wow, wow. Okay, aber kriegt zumindest einen Rückstoß. Und es ist ja nicht sicher, dass er trifft immer, ne? Okay, wir treffen, das ist sehr, sehr gut. Weil ich meine, es bringt ja auch nicht wirklich was, wenn ich jetzt Auflockern hole, weil die Gegner treffen ja dann auch immer oder fast immer. Also das ist für uns beide, kann es gut sein oder schlecht sein, der Nebel. Bringt Vor- und Nachteile. Nice, sehr schön, Flipgrin. Sehr, sehr schön. So will ich das sehen. So, und das reicht für Level 33. Lange nicht mehr, dann entwickelt er sich, der Gute. Lake will er eher lernen. Ich weiß nicht. Wir haben ja auch die TM Lake. Mal gucken. 65. 65, das brauchen wir nicht. Es ist zwar, es trifft mit doppelter Kraft, ja, weniger als die Hälfte der KP. Oder sollen wir was wegtun? Brauchen wir Furien? Brauchen wir Pflücker noch? Nee, wir brauchen Pflücker nicht mehr, oder? Nee, komm, weg. Weg mit Pflücker, das ist Quatsch. Komm. Dann tun wir vorübergehend einfach Lake rein. Ist okay. Okay. Ah, aber mein muskulöser Körperbau. Gut, es ist immer noch extrem neblig hier. Ich guck mal, ob hier sich ein Item befindet. Nein, okay. Aber da unten habe ich schon eins gesehen. Und ein Trainer, der sich hier versteckt. Wir Ninjas tauchen immer da auf, wo du uns am wenigsten erwartest. Skunkerpool. Okay. Könnte es gleich mal ausprobieren. Ist er dieselbe Stärke wie Lupstrahl? Yay, yay. Ein Volltreffer, verdammt. Lake. Nice. Ein Volltreffer hat sich also gelohnt, es einzusetzen. Sehr schön. Wir sind mit 23 EP. Wir werden wahrscheinlich gleich sterben. Aber. Obwohl Golbat, den können wir auch anders killen. Ich weiß halt nicht, wie viele Trainer noch kommen, weil ich will jetzt ehrlich gesagt nicht wieder zurückrennen ins Pokémon Center. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust zu. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir bald durch sind und dann Pokémon Center kommt. Weil der Ninja ist schon richtig krass gelevelt, ey. Level 36 ist er schon. Im Gegensatz zu den anderen. Aber er ist auch im Moment echt sehr, sehr nützlich. Ich habe keine Niederlage erwartet. So, was haben wir hier? Einen Rauchball. Okay. So, und hier ist die nächste Trainerin. Das ist eine Ass-Trainerin nochmal. Oh, shit. Okay, Moment. Ich gebe Flipgrin mal zumindest einen Supertrank. Komm, das hat er sich verdient. Der hat einen guten Job geleistet. Supertrank. Oder verbrauchen wir mal die Tränke. Die brauchen wir eh nicht mehr. Brauchen wir eh nicht mehr. Die werden wir eh nie mehr nutzen. Dann verbrauche ich sie mal eben. Dann kriegst du noch einen Supertrank, wenn ich noch einen habe. Da haben wir noch einen. Okay. Perfekt. So. Ich werde dich über die Vorteile der Vogel-Pokémon belehren. Vogel-Pokémon. Okay. Das heißt, da ist wieder Lord Ninja im Vorteil. Ach, das ist gar keine Ass-Trainerin. Ups, das sah so aus. Okay. So, da das mit Lake gerade so gut geklappt hat, machen wir es gleich nochmal. Sehr schön. Wir treffen jedes Mal. Wow.
Okay. So, und jetzt würde es halt doppelten Schaden machen. Bringt aber nichts, da das Pokémon eh dann down ist. Die Flingklaue zieht und wir hoffentlich treffen wir. Na, jetzt geht's mal daneben, aber das ist okay. Wurde auch mal Zeit, ehrlich gesagt, dass es mal daneben geht. Okay, sehr schön. Und das nächste Pokémon ist ein Noctu. Könntest du laut Ninja wechseln, aber ich bleibe jetzt einfach mal hier. Erstens, weil die anderen halt mehr gelevelt gehören. Laut Ninja ist schon auf einem relativ hohen Level, das passt schon. Konfusion, oh. Ich glaube, wir sollten Noctu nicht unterschätzen. Und Lake geht leider, leider daneben. Ah, nicht so nice. Und er trifft leider die ganze Zeit. Ah, das ist scheiße. Und wir schrecken zurück. Oh, man. Okay, RIP. Ich glaube, das können wir nicht mehr. Ach du Scheiße, jetzt geht alles daneben. Ja, wir hatten jetzt zu viel Glück gerade. Und er trifft jedes Mal. Ja, okay, wir müssen zu Lat Ninja anscheinend wechseln. Als ob. Als ob jetzt gar nichts mehr trifft. Okay, komm, wechseln wir. Ja, er hält es schon durch. Dürfte aber dann definitiv einen Funkensprung ausreichen und das war's dann. Bodycheck. Okay, dann erhält er auch ein bisschen Schaden, zieht nicht so viel ab. Ein Funkensprung, das dürfte es gewesen sein. Zack. Yes, sehr schön. Oder? Nein. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Nice, das kann ich angreifen. Aber es ist zumindest paralysiert. Es ist sehr, sehr gut. Und der Funkensprung trifft. Nice. So, Noctu gibt bestimmt auch viel EP. Ja, 571 und 571. Das reicht sogar fast schon für Level 37. Nun, das hat mich überrascht. So. Sind wir jetzt hier endlich mal durch? Hier ist noch ein Trainer, ne? Ja. Aber dann sind wir, glaube ich, durch. Da hinten sehe ich schon das Ende. Nun gut, ich habe mich entschieden. Ich werde noch einen Kampf bestreiten mit dir und dann zurücktreten. Ja, ich hätte vielleicht Piprin nochmal heilen sollen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Obwohl es gegen Tangela auch nicht die besten Chancen hat. Ja, wir sollten wechseln. Ist dumm, wenn ich hier drin bleibe. Ja. Wechseln wir zu Togetic. Antikkraft, ach du Scheiße. Was zum Teufel? Shit, Mann. Bin ich schneller? Nein, bin ich nicht, aber zum Glück ging der Angriff daneben. Und ich hoffe, wir treffen mit Fliegen. Das wäre so wichtig jetzt. Komm schon, Togetic. Nein! Wieso? Boah, mich regt das so auf mit diesem verdammten Nebel. Aber meiner Meinung nach bringt es doch nichts. Ja, schon. Vielleicht bringt es ein bisschen was im Wechselmann. Aber die Gegner treffen halt dann. Jetzt hatte ich halt auch Glück, dass es daneben ging mit Toxin. Sonst hätten wir halt ein Problem gehabt. Sonst wären wir auch noch vergiftet worden. Das war jetzt auch wieder gut für uns. Yes! Das wird niemals ausreichen. Never. Das Problem ist, er heilt sich jetzt wieder durch diesen scheiß Verwurzler. Nerviges Tangela. Yes, geht daneben. Nice. Wenn ich jetzt nochmal treffe, das wäre sehr, sehr gut. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Das Problem ist, er heilt sich halt immer. Und Fliegen dauert halt immer zwei Runden. Ist nicht wirklich geil. Ja, wir treffen nochmal. Nice. Volltreffer? Das wäre es jetzt. Das hätte fast gereicht. Okay, einmal Rückkehr reicht aus. Oder ich gehe nochmal auf Fliegen. Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Einen fucking KP oder was das ist. Ich glaube, Rückkehr wird nicht treffen. Ich gehe trotzdem auf Rückkehr, komm. Nein, jetzt hat Toxin auch getroffen letzten Endes.
Verdammt. War klar, dass Rückkehr nicht trifft. Das ist klar. Rückkehr trifft irgendwie nie. Warum auch immer. Das trifft nie. Dann gehe ich halt nochmal auf Fliegen. Ach du Scheiße, Gigasauger. Ich meine, es zieht nicht viel ab, aber trotzdem, er regeneriert halt wieder KP. Wir müssen jetzt treffen mit Fliegen, das ist jetzt echt wichtig. Es hat auch ein Problem ein bisschen, dass Knarksel down ist. Come on. Komm schon. Yes. Gut gemacht. Yes, Mann. Down. Fucking Tangela. Tschüss. Sehr gut gemacht. Okay. Welches Pokémon kommt als nächstes? Yay. Ein Ponita, das dürfte kein Problem sein. Obwohl wir sind so stark verletzt. Ja, ich muss ihn heilen. Aber bevor wir da jetzt drauf gehen, ich habe auch keinen Knarksel mehr mit Erdbeben. Das ist mir zu riskant. Falls wir nicht treffen, er trifft, dann ist es vorbei. Das ist mir zu riskant. Du bekommst einen Hypertrank, mein Freund. So. Bitteschön. Hast du ja verdient. Hast einen guten Job gemacht. So. Was hätte er denn für eine Attacke eingesetzt? Stampfer. Das hätten wir, glaube ich, nicht überlebt. Nee, hätten wir nicht. Hätten wir nicht überlebt. Wir hatten, glaube ich, noch 13 KP oder so, oder? Bodycheck. Und Blubstrahl. Sehr nice. Och, nicht dein Ernst, oder? WTF! Wieso überleben die immer mit einem fucking KP? Als ob, ey. Lol, er hätte sich gerade selbst gekillt mit Bodycheck. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Wir haben zwar ein bisschen Schaden wieder genommen, aber zumindest hätte er sich selber umgebracht. So, 1041 EP. Level 34. Und das letzte Pokémon ist ein Barmelin. Barmelin. Komm, wechseln wir. Ich habe gerade überlegt, ob ich es mit irgendeinem anderen Pokémon machen kann, aber es würde alles nur... es ist alles nur Zeitverschwendung. Damit läuft Ninja eine Attacke und dann ist er down. Und dann ist er Level 37. Ich weiß gar nicht, was die nächste Arena ist für ein Typ. Wow, ein Volltreffer. Aber wir hatten halt gerade die Wasserarena, da war halt noch Ninja auch der. Oder Luxtra, der am meisten abgehen konnte von allen. So, Level 37. Nice. Okay, dann wäre der auch besiegt. Ich habe verloren. Aber woher kommt dieser Energieschub? Ey, guck, der sieht aus wie ein alter Opa. Und auf dem Bild sieht er... Okay, Moment. Ein Gegengift sehe ich gerade. So. Ich will nämlich nicht, dass du mir hier wegstirbst. Auch wenn du nur noch 10 KP hast. Da unten kommen wir noch nicht hin, ne? Da brauchen wir Surfer. Ja, 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 stimmt. Okay, hier haben wir 4 Bären. Die nehme ich mal eben kurz mit. Und dann, glaube ich, sind wir eh draußen. Was? Ach, gießen. Kann ich die nicht mitnehmen? Doch, jetzt. Okay. Wow, das hat's ja vollgebracht. Was ist das? Eine... Hallo, was zum Teufel? Ach so, die wächst noch. Ach, jetzt. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Weil es hier so neblig ist. Jetzt, ja, okay. So, dann gehen wir hier hoch. Was steht hier? Hallo. Elysees. Haben wir es tatsächlich geschafft? Ja, hier ist ein Pokémon Center. Schnell rein. Schnell hier rein. Und die Pokémon heilen. Was anderes will ich jetzt gar nicht. Okay, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Elysees. Sehr, sehr gut. So, ich will jetzt mal gucken, welches unserer Pokémon noch am weitesten unten ist mit dem Level.
Was denn EP benötigt? Okay. Flutschi und Togetic. Okay. Dann reden wir mal mit den Leuten hier. Oh. Dein Pokémon ist ziemlich interessant. Es ist ganz offensichtlich. Es mag dich wirklich sehr. Hier, das ist für dich. Ein Superball. Es kommt auf das Vertrauen zwischen dem Trainer und Pokémon an. Gegenseitiges Vertrauen ist der Schlüssel zum Sieg. Was führt eine so junge Person wie dich an einem so ländlichen Ort wie diesen? Sieh dir auf jeden Fall die Höhlenmalerei an, wenn du schon einmal hier bist. Dieser Ort soll bereits seit der Entstehung Sinnohs existieren. Hier haben wir nichts mehr, oder? Kein Item mehr. Ich guck mal kurz. Nein, hier haben wir nichts mehr. Bloß hohes Gras. Hallo? Hallo, studierst du die Geschichte dieser Region? Team Galactic, was wollen die schon wieder hier? Wenn ich auf den Kraterberg klettern könnte, würde ich dann wohl ganz Sinnoh sehen. Mitten in der Region Sinnoh erhebt sich der Kraterberg. Er ist dem Himmel näher als alles andere in dieser Region. Okay. Ja, da werden wir auch noch hingehen. Gucken wir mal, ob wir ein Item finden. Nope. Okay, dann gehen wir hier rein. Stimmt, wir müssen ja den Talisman zu der Großmutter von Cynthia bringen. Das ist ein altes Buch. Cube fängt an zu lesen. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Intelligenz und damit unser Leben. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es uns unsere Gefühle, machte uns mit Freude und Leid bekannt. Als das Pokémon geboren wurde, stärkte es unsere Willenskraft und unsere Tatkraft. Okay. Wo kommst du denn her? Zweiblattdorf, sagst du? Ist es nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See sei die Heimat von Vesprit. Vesprit, das fühlende Wesen. Es ist gut möglich, dass dieses Pokémon über dich wacht. Möchtest du mehr über Vesprit erfahren? Jo. Vesprit ist das legendäre Pokémon, das die Gefühle symbolisiert. Außerdem gibt es noch Selfe, das Wesen der Weisheit, und Tobutz, das Wesen der Willenskraft. Diese drei Pokémon sollen starke, aber dennoch einfühlsame Persönlichkeiten haben. Die Kraft ihrer Persönlichkeiten hält die natürliche Balance in Sinnoh im Gleichgewicht. Meine große Schwester studiert die Mythologie Sinnohs. Sie will wissen, wie Menschen und Pokémon in alten Zeiten miteinander lebten. War es damals anders als heute oder war es genauso wie heute? Sie sagt, dass sie sich bei ihren Forschungen auf diese Fragen stürzt. Okay. Hey. In diesem Ort gibt es keinen Pokémon-Supermarkt. Stattdessen kannst du in diesem Haus hier Items kaufen und verkaufen. Ja? Echt? Aha, okay. Setzt man eine Brille auf, ändert sich die Sicht auf die Welt. Und setzt man eine Brille ab, ändert sich die Sicht auch. Philosophisch, was? Möchtest du, dass dein Pokémon eine andere Sicht auf die Welt bekommt? Ein Schattenglas. Okay. Das Sonnenlicht ist heute sehr grell. Wie wäre es mit einem Schattenglas? Ein Schattenglas erhöht die Kraft von Unlichtattacken. Willkommen, kann ich helfen? Ein Finsterball, cool. Timerball haben wir noch gar nicht, ne? Komm, dann nehmen wir da auch noch 5 mit. Finsterball ist echt nice. Habe ich ja schon mal erwähnt. Wie viel haben wir da? Ja, komm, nehmen wir nochmal 5 mit, weil wir werden die früher oder später eh alle verbrauchen müssen. Und werden auch alle verbrauchen und werden noch mehr kaufen. Spätestens, wenn es an die legendären Pokémon geht. Ich nehme jetzt hier auch mal ein paar Beleber mit, da wir 0 Beleber haben. Nehmen wir mal 10 Beleber mit. Ich glaube, von dem anderen Zeug haben wir noch relativ viel. Topschutz gibt es auch, brauchen wir auch nicht, glaube ich. Supertrank haben wir. Ja, da nehmen wir noch 4 mit, dann passt es schon. Gut. Habt ihr jemals schon mal irgendwelche Items verkauft? Also ich habe das noch niemals gemacht. Noch niemals. Hey, weißt du, was die Legende sagt? Ein Pokémon soll die Region Sinnoh gestaltet haben. Ich glaube, ich habe das noch niemals gemacht. Noch niemals. Oh, ein Vonera. Ich muss mich am Riemen reißen und trainieren. Und da ist Zeit unwichtig. Da habe ich auch keine Verwendung für diese Uhr. Hier, die schenke ich dir. Analoguhr.
Die Analoguhr zeigt dir die aktuelle Uhrzeit an. Haben wir nicht sowas schon? Und bist du die Großmutter von... Ja, bist du anscheinend. Vor den Ruinen steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei den Ruinen ist nichts Besonderes und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Was zum Teufel? Der hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesen Raumfahrer zusammen mit meinem Pokémon vertrimmen. Keine Angst, ich übernehme das für sie. Ja, ich weiß. Ah, hier findet doch auch irgendein Event statt, oder? Oder? Moment, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Item, oder? Das, ja, war klar. Muss ja so sein, fast. Ich meine, für was ein Kingstein? Für was wäre dann die Treppe hier da? Hier auch? Nein, hier nicht. Okay. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was es hier gibt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Hat es nicht irgendwas mit Celebi zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Sorry, ich weiß es echt nicht mehr. Und Drachenzahn. Auch nice. Hey, du Assi. Dieser Ort ist ohne Bedeutung. Hier gibt es nichts von Wert. Da macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Wenn du dich mir in den Weg stellst, werde ich dich durch einen Pokémon-Kampf besiegen. Also, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Ja, davon kannst du ausgehen. Du wagst es, dich Team Galaktik in den Weg zu stellen? Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt. Nein, mit dem ganzen Universum auf. Ach so, okay. So, zwei Pokémon. Ein Hunduster. Das ist wenigstens mal cool. Mal ein anderes Pokémon, statt immer nur Zubat und Skunkapoo und Schnurgarst oder Charmian. Endlich mal ein anderes Pokémon. Aber das wird nicht lange überleben. Nice, 781 HP. Und ein Golbat. Ich bleibe jetzt einfach mal bei ihm. Könnte wieder zu Latinja wechseln, aber wie gesagt, der ist ja schon so gelevelt. Gehen wir einfach zweimal auf Drachenwut, dann dürfte es das für Golbat auch gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Nein, es reicht nicht mal zweimal Drachenwut. Wie viel zieht ein Schlitzer ab? Weniger, ja. Hat ja auch keinen Step. Windschnitt. Okay. Down. So, das war alles, was du drauf hattest. Nice, 1098 HP. Ich wurde gerade eindeutig besiegt. Und das auch noch von einem Kind. Das wird mir alles zu viel. Ich habe auch nur zwei Hände. Dieser Ort ist doch ein Nichts. Da verschwinde ich besser. Oh, du warst großartig. Du bist vielleicht ein Trainer. Als Älteste von Elysée spreche ich dir unseren Dank aus. Oh, der Talisman. Darf ich mir den mal ansehen, Kindchen? Was sagst du? Cynthia hat ihn dir gegeben, damit du ihn mir bringst? Diese Cynthia. Sie ist übrigens meine Enkelin. Dieser Talisman wurde vor ewigen Zeiten hier in Elysée angefertigt. Er wurde zu Ehren der mythischen Gottheit hergestellt. Die der Region Sinnoh ihre Gestalt gab. Es gab mehrere von diesen Talismanen und ab und zu findet man einen von ihnen. Wenn du schon einmal hier bist, in Elysée, warum siehst du dir nicht einmal die Ruinen an? Das werde ich machen. Auf der Wand befindet sich ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben steht etwas in verwirrten Buchstaben. Der Fluss der Zeit kennt keinen Halt. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Auf der Wand befindet sich ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben steht etwas in verwirrten Buchstaben. Das All ist eine unendliche Dimension. Unser Geist ist wie das All. Okay, Leute, und was sich da in dieser Höhle befindet? Das, beziehungsweise in den Ruinen, oder? Ruinen hat sie gesagt. Das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.